Ja, Leute, und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play RimWorld. Und dann geht's natürlich weiter an dieser Stelle. Für den Stream geht's eigentlich gerade nahtlos weiter, denn ich habe hier nur eine kurze Streampause gemacht. Und ja, deswegen zocken wir hier einfach mal direkt weiter. Hatten im Vorfeld noch ein bisschen was geguckt, was wir hier noch als nächstes machen können. Und sind uns eigentlich relativ einig gewesen, dass wir eigentlich diese Mauern hier wegreißen können. Brauchen wir nicht, dafür hätten wir dann ein bisschen mehr Anbaufläche, die wir zwar im Moment nicht nutzen, weil nahrungsmitteltechnisch sieht's ganz gut aus soweit. Aber so hätten wir dann noch ein paar Felder mehr frei einfach. Ist natürlich wieder ein Arbeitsauftrag, den die Leute erstmal, naja, machen müssen. Aber ich glaube, das lohnt sich so langfristig. So, nee, bis dahin auf jeden Fall wegreißen. Das hier weg und ich glaube, hier die Holzwände können wir auch nochmal wegnehmen. Brauchen wir nicht. Das ist halt so, wir haben sowieso keine so hohen Temperaturen. Und selbst wenn es mal so sein sollte, also ich, meine Hoffnung war ja bei der Karte eine ganz andere. Meine Hoffnung war ja, dass wir hier Temperaturen jenseits von Gut und Böse, ja, uns erwarten. Dass wir mal so, weiß nicht, über 50, 60 Grad hier spielen müssen. So wie es halt auf dieser ganz, ganz kalten Karte war. Ich glaube, bei Staffel, war es bei Staffel 2? Oder, nee, das war Staffel 3. Ich glaube, bei Staffel 3 hatten wir diese extreme Minus, diese extreme Minusgrade von bis zu minus 80 Grad und so weiter. Und sowas würde ich mir eigentlich auch bei diesen Hitze, naja, Dingern wünschen, dass wir da auch mal plus 80 Grad und so weiter rankriegen. Und selbst bei einer Hitzewelle, ich glaube, da können wir auch nicht so, ja, ja, vielleicht mal 60 Grad oder so, aber so richtig 80 Grad und drüber kriegen wir halt selten rein. Lässt sich vielleicht durch eine Mod nachregeln. Schauen wir mal. So, der Chat schreibt gerade, wie wär's, denn wenn du mal gucken könntest, ob du noch Kryokapseln findest in den Räumen. Ja, können wir natürlich machen, das ist kein Problem. Haben wir denn noch irgendwo Räume? Wir können uns ja erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Wir haben auf jeden Fall noch Haufen Bauteile, die wir hier theoretisch mit abbauen könnten. Ansonsten raumtechnisch sehe ich leider nicht mehr so viel. Ich habe fast die Befürchtung und andererseits aber auch die Hoffnung. Es war ja hier, ging uns ja hier auch so. Das war ja ursprünglich alles mal als Steingebiet angezeigt hier, diese ganze linke Seite. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung einerseits, weil wir dann wahrscheinlich wieder so einen neuen, naja, Zugangspunkt, Verteidigungspunkt hier hätten. Und andererseits aber auch die Hoffnung, dass hier dann sowas nochmal ist. Vielleicht finden wir da nochmal irgendwelche Räume oder so. Ansonsten so auf dem Rest der Karte, ja, wir hatten, also hier die Räume sind so oder so offen. Da ist nicht so viel. Nee. Und ich glaube, selbst hier im Gestein selber ist dann auch nicht so viel. Und hier die Kryoschlafkapseln, die hier drin waren, die hat man natürlich schon rausgekloppt. Naja, okay, gucken wir mal. So, wieso liegt denn hier Eisen rum? Nee, warte mal. Hat der jetzt... Nein, ich hoffe nicht, oder? Hat er jetzt nicht gemacht? Natürlich. Okay. Der hat die Stromleitung mitgekappt. Das sollte so eigentlich nicht sein. Ich meine, die ist jetzt nicht unbedingt notwendig dort, aber es ist so eine schöne kleine Ersatzstromleitung zumindest. Ja, deswegen, wir lassen die mal dort. Oder wollen wir die wegreißen? Ich meine, wir könnten uns natürlich langfristig dann hier auch noch durchbuddeln. Wäre auch noch eine Maßnahme. Kleine Holzskulpturen statt Pflanzen überall platzieren. Bringt viel mehr und braucht keinen Aufwand danach. Das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Finde ich jetzt zumindest. Stimmt. Pflanzen brauchen ja immer diesen Aufwand, dass sie dann wieder neu gepflanzt werden müssen, wenn die Tiere die weggefressen haben. Skulpturen hingegen nicht. Müssten wir halt produzieren. Finde ich einen guten Tipp. Immer noch natürlich die Frage, also ich kann es jetzt natürlich noch nicht beurteilen, wie ich es jetzt in den letzten Folgen so gesehen habt, was ihr zum Thema Streamen ansagt, dass ich jetzt fürs Let's Play streame. Ich persönlich kann dazu sagen, warte mal, lass mich erstmal kurz konzentrieren. Bildhauertisch. Ich persönlich finde, es macht mehr Spaß, weil ihr seid live dabei, ihr könnt live mitentscheiden und so weiter. Also dahingehend finde ich das eine total gute Sache. Ja, 125, haben wir das überhaupt noch? Ja, gerade so. Ich glaube, wir müssen mal demnächst auf Eisentour gehen. Ich glaube, wir haben kaum noch Eisen oder Stahl. So, wieso auch immer das Ding hier Stahl heißt, weil ich habe noch nie gehört, dass Stahl direkt im Berg, naja, als Ressource drin ist. Weiß ich nicht. Das könnten sie eigentlich nochmal umbenennen. So, das werden wir auch schon mal mit abbauen lassen. Das genauso. Wobei wir uns dann hier die Gefahr eröffnen, wenn hier irgendwann mal Angreifer kommen sollten. Angenommen, die kommen von hier.
Wenn die Wand entsprechend dünn ist, buddeln die sich natürlich auch gern durch die Wand durch. Ich überlege also im Endeffekt, ob wir hier nicht nochmal vorsichtshalber so eine Mauer durchzimmern. Ich soll gucken, ob wir jemanden haben, der gut Skulpturen machen kann. Stimmt, ist eine gute Sache, ist eine gute Idee. Bevor wir das Ding dorthin stellen, eventuell sogar. Künstler. Natürlich. Lee, unser Mädchen für alles. Lee dürfte das. Und ich glaube, warte mal, Künstler war auch so ein extra Skill, oder? Das skaliert, glaube ich, nicht mit Handwerk. Ja, leider. Ach Mensch. Ach Mensch. Hm. Wenn er darüber wenigstens das Handwerk leveln könnte, dann wär das ja noch ganz gut. Hm. Haben wir denn sonst noch jemand? Ja, Silver. Silver ist aber auch unser Forscher, aber der hat einen Skill drauf. Wie weit ist er denn vom Forschungsskill? Level 17. Na, da würde ich zumindest gern abwarten wollen, bis er Level 20 ist bei der Forschung. Dann können wir ihn dafür umstellen. Das ist dann nicht das Problem. Vorübergehend können wir dann natürlich Lee einsetzen. Das ist auch nicht das Thema. Aber Lee müssten wir eigentlich darauf achten, dass er halt Handwerk Level 10 bekommt. Ach Mensch, wird schwierig. Na gut. So, wie geht's Silver eigentlich? Der muss ja noch überleben. Malaria, schwer. 98% immun. Okay, das heißt, ich hoffe, er schafft es. Ich hoffe, er kriegt es jetzt hin. Schauen wir mal. Es wird geschrieben, ja, aber du... Was? Ja, aber die braucht auch eine gewisse Qualität von die Figur. Okay, die Skulpturen brauchen eine gewisse Qualität, natürlich. Ja, deswegen sollten wir halt jemanden nehmen, der einen guten Skill dafür hat. Müssen wir halt schauen. Kriegen wir aber bestimmt irgendwie hin. Kriegen wir schon hin. Steinfiguren sind auch gut, ja. Aber ich glaube, Steinfiguren dauern erstens länger und sind bestimmt auch schwieriger. Ich meine, die Holzskulpturfiguren, die können wir natürlich später wieder umtauschen. Das ist dann nicht das Problem. Dauern halt aber auch nicht so lange in der Herstellung. Bringen dafür relativ schnell was. So sehe ich das gerade. So, schwere Krankheit, ja, immer noch bei Silver, aber der müsste es ja gleich geschafft haben. 99%, kommt, die letzten Meter. Schlafkrankheit 95%. Gut, da kann er gleich nochmal behandelt werden. Wen wollen wir aus dem Bett jagen? Guck mal, Nie schläft noch gar nicht. Wo steckt denn die Gute? Lass mal schauen. Ach, die trägt hier irgendwas. Hasenfell 75. Kannst du mal später machen, meine Gute. Du wirst dich erstmal darum kümmern, dass der hier versorgt wird. Gut. Störung, Solaranlage, natürlich. Hm. Alter, wir brauchen sowas von Komponenten. Wir brauchen sowas von einem von Level 10 hier. Eigentlich können wir uns das gar nicht leisten. Ach stimmt, wir wollten Lee wieder umstellen. Ja, lass mal gucken. Hier, Lee, Level 1. Der soll nochmal ein bisschen Handwerk skillen. Ach Mensch. Wir brauchen eigentlich mal jemand, der sich gut mit sowas auskennt. Weiß ich nicht. Warte mal, wir können, was wir mal machen können, ganz nebenbei. Ich glaube, wir lösen, genau, das können wir auflösen. Der steckt gerade gar nichts mehr drin. Weg damit. Warte mal, wie kann ich das löschen? Hier, genau. Weg damit. Und stattdessen... Wo ist es denn? Zonegebiet? Hier. Genau. Anbauzone. Werden wir die hier nochmal erweitern. In der Hoffnung, dass er das jetzt richtig macht. Ja, macht er richtig. Wunderbar. Und dann nochmal bis hier oben. Dann brauchen wir nämlich nur noch eine auswählen. Und dann wird hier gleich wieder alles bepflanzt, wenn wir denn das wollen überhaupt. Weil im Moment, guck mal, nahrungstechnisch, es sieht doch ganz gut aus. Es passt alles soweit. Gut. Goldfiguren sind aber auch sehr gut, wird geschrieben. Natürlich, weil wir so viel Gold haben. Aus den zwei Gold machen wir eine gigantische Skulptur. Ja, wir müssen noch drin ein bisschen Blei verstecken oder sowas. Gut, später mal. Wenn es uns sehr gut gehen sollte. So, schwere Krankheit hat er, glaube ich, überstanden. Jawohl. Silver wurde immun, das heißt, wir nehmen ihn die Bettruhe auch wieder raus, weil sonst knallt er sich halt ständig wieder ins Bett. So, machen wir raus. Schlafen darf er drin, das ist klar. Aber ab dem nächsten Morgen bitte soll er auch wieder arbeiten gehen. Ja, also ich glaube, das wird wieder. Ich glaube, das Krankenbett nehmen wir hier nochmal raus. Hier müssen wir natürlich auch gucken. Eventuell irgendwann mal einen Händler. Das wäre natürlich ganz nett. Vielleicht vorher aber noch, dass hier das Teufelsgarn fertig wird. Wie wächst das eigentlich? Ja, es geht so. Wir haben hier zwischendrin auch diese fruchtbare Erde. Das heißt, das wächst dort sowieso ein bisschen flotter. Mit 116%. Mhm. Temperaturmäßig draußen ist gerade sowieso sehr angenehm. 25 Grad, wir haben Herbst. Geht eigentlich alles. Passt soweit. Na gut. Es wird noch im Chat geschrieben. Ja, bevor wir Goldfiguren machen, sollen wir doch lieber Uranfiguren machen.
Stimmt, die strahlen dann zumindest noch ganz gut, dann ersparen wir uns die Lampen. Kann ich mir natürlich auch noch ganz gut vorstellen. So. Haben wir denn... Nee, Uran haben wir auch nicht so viel. 12 Stück gerade mal. Ich glaube, so viel kriegen wir davon auch nicht zusammen. Ach, guck mal hier. Guck mal, was ich hier noch entdeckt habe gerade. Guck mal, das reißen wir mal ab. Vielleicht versteckt sich dahinter noch mal eine Kleinigkeit. Da haben wir noch zumindest einen kleinen Raum. Wir gucken mal. Können wir mal Benetta... Was machst du gerade? Ach, die baut hier immer noch den Hof. Den nicht so sinnvollen, aus meiner Sicht. Aber wir bauen den einfach mal. So, warte mal. Wenn das ein Hof sein soll, dann darf er hier kein Dach sein. So. Das weg und hier auch nochmal weg. Genau. Das hätten wir. Und dann haben wir hier wirklich einen kleinen Mini-Hof. So, Benetta. Dich wollte ich gerade nochmal auswählen. Warte mal, wo steckst du? Ach ja, sie macht das gleich. Perfekt. Sie denkt mit. Sie denkt mit. So. Bin gespannt, aber ich glaube, hier hinter wird sich bestimmt auch nichts verstecken. Na, natürlich. Einen ganz großen Raum haben wir freigelegt. Bombastisch. So, ja. Schwere Krankheit bei Silver. Was wahrscheinlich immer noch die Schlafkrankheit. Junge. Silver ist arbeitsunfähig. Oh, nicht gut. Wahrscheinlich wegen Schlafkrankheit extrem, denke ich mal. Ansonsten kann ich es mir gerade nicht anders erklären. Oh, Blitzsturm. Scheiße. Naja, gut, relativ weit weg. Aber es kann sich bis nach oben ziehen. Ist es noch nicht ganz... Ist es noch nicht ganz so sicher. Gut, ich hoffe, es trifft keinen von unseren Kolonisten. Ein Feuerchen kriegen wir natürlich dadurch wieder rein. Na super, na ganz groß. Was ich mal gucken wollte, aber ich glaube, das Problem löst sich von selber. Diese Tierleichen. Das hat mich am Anfang des Let's Plays so interessiert, dass ich ja die Befürchtung hatte, dass irgendwann die ganze Karte voller Tierleichen ist. Aber nee, guck mal, die lösen sich von selber auf im Laufe der Zeit. Hier die Schildkröte, nur noch 60 von 100. Das heißt theoretisch, okay, wir haben nicht irgendwann das Problem, dass alles voller Tierleichen sein wird. Das ist ja schon mal gut, ganz gut zu wissen. Oh nee. Nee. Nicht schon wieder. Lee, Wurminfektion. Ja, das kann natürlich wieder ein bisschen dauern. Okay. Das heißt, der wird jetzt doppelt so viel essen wollen. Wir gönnen mal Till noch die Mahlzeit. Und dann soll er sich um Lee kümmern. Versorgt Michi. Was hat denn Michi jetzt schon wieder? Ach, Schlafkrankheit nur. Naja, okay. Der kann immer noch nicht aufstehen. Tatsache, der kann immer noch nicht aufstehen. Skandal aber auch. Gut. Ach, guck mal hier. Das Zimmer ist fast fertig. Wunderbar. Das heißt, wir können das Steinchen dort schon mal raustragen. Und wir hatten ja in der letzten oder vorletzten Folge festgestellt, dass Holzbetten doch die besten sind. Das heißt, wir stellen dort mal welche rein. Und zwar wirklich nur aus Holz. Nicht Stahlbett-Doppelbett, sondern Holz-Doppelbett. Genau. Warte mal, wo ist es denn hier? Genau. Stellen wir einfach dort mit dazu. Das müsste passen. Die Klimaanlage hier steht, glaube ich, noch ein bisschen ungünstig. Ah, die sollten wir vielleicht auch nochmal umverlegen. Wir haben es hier 17 Grad, hier auch 17 Grad. Ja, aber Klimaanlage verlegen, das kostet halt Komponenten. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt haben will. Macht Lee eigentlich... Nee, Lee macht gerade nichts, weil er an dieser Wurminfektion leidet. Ach Mensch, ja, ein bisschen ärgerlich. Und hier steht leider halt auch nicht dabei, wie lange die noch dauert. Dann könnte man ja sonst wissen, wie schnell die fertig ist oder wie schnell die durch ist. Ach Mensch. So. Ach Mensch, ach Mensch. Was schreibt denn der Chat denn dazwischen? Ich habe gerade schon lange nicht mehr drauf geguckt. Wir können die Figur gelb anmalen und als Gold verkaufen. Genau. So viel zum Thema Goldfiguren noch. Die leuchtet dann im Dunkeln. Das war, glaube ich, wegen Uranfiguren und Katzengoldfiguren. Ja, verkaufe die. Machen wir. So. Ach Mensch. Nein, nein. 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 Wieso? Können die tatsächlich an dieser beschissenen Schlafkrankheit sterben? Ist das so? Scheiße. Scheinbar. Okay, wir haben Silber verloren.
Nein. Warte mal, der wird jetzt nicht verbrannt, oder? Der wird dorthin gelegt. Ja, das ist in Ordnung. Ach, scheiße. Scheiße. Okay. Wir müssen ein Grab ausheben. Nee, nicht bei Vergnügen. Wie immer wir zuerst auf Vergnügen klicke. Wenn es um Gräber geht, wieso auch immer. So. Ja, Grab muss hin. Silver muss vergraben werden. Ach, Mensch. Das ärgert mich. Ja, komm, lass ihn ausziehen. Da kriegen wir zumindest die Kleidung nochmal mit raus. Ah, ist das ärgerlich. Ist der wirklich an der Schlafkrankheit? Der kann jetzt nicht an Malaria gestorben sein. Der muss jetzt an dieser Schlafkrankheit gestorben sein. Ja, der war todmüde, genau. Sehe ich, glaube ich, gerade auch so. Ich überlege halt nur, wenn die wirklich an der Schlafkrankheit sterben sollten. Oder könnten. Vor allem, die braucht halt so ewig, um zu heilen. Wir können die noch nicht die ganze Zeit hier im Bett liegen lassen. Das geht doch einfach nicht. Das können wir doch nicht machen. Ja. Ach Mensch, Silver. Ach, Jack Silverman ist auch noch im Chat gerade mit dabei. Es tut mir leid, dass du gestorben bist. Ach Mensch. Hast genau im richtigen Moment eingeschaltet. Er schreibt auch gerade, das schaltet man mal ganz kurz ein und man muss mit ansehen, wie man stirbt. Ja. Ach Mensch. Es tut mir leid. Ja, sollen wir jetzt Michi die ganze Zeit im Bett... Alter, das können wir doch nicht verantworten. Wir können doch nicht die ganzen Leute jetzt permanent im Bett liegen lassen, nur wegen so einer dämlichen Schlafkrankheit. Nur damit die da dran nicht irgendwie krepieren oder so. Es braucht ja Ewigkeiten, bis das mal geheilt ist. Ah. Neuer Rekrut. Ja, einer geht, der andere kommt, natürlich. Okay, lass mal Nebel angucken. Wie siehst du aus? Okay, forschen kann er schon mal nicht. Das heißt, wir haben im Moment keinen Forscher. Außer eventuell Lee, der sowieso Mädchen schon für alles ist. Wo wir sowieso schon nicht wissen, was er denn zuerst machen soll. Den wir hier eigentlich theoretisch mal auf Level 10 im Handwerk bekommen müssten. Damit wir endlich mal neue Bauteile erforschen können. Oder bauen können, besser gesagt. Ach, Mensch. So, Patient soll er natürlich machen. Das ist klar. Arzt muss er jetzt nicht unbedingt spielen. Hat auch nur Level 3. Nee, passt schon. Bettruhe geben wir ihm. Schalter natürlich. Das ist klar. Reparieren. Ja, von mir aus auch. So, ansonsten stellen wir erstmal alles auf 0. Das nehmen wir alles raus. Brauchen wir gerade nicht. So. Auch das raus, das raus. Genau. So. Kann doch gar nicht sehen. Deine Augen waren doch zu. Hä? Moll tut was gegen die Schlafkrankheit. Ah ne, Moll tu was gegen die Schlafkrankheit. Ja, ich würde ja gerne. Und was will The Rip Dark damit sagen? Kann doch gar nicht sehen, deine Augen waren doch zu. Weiß ich nicht. Kannst du nochmal erklären. So, ansonsten natürlich Reiniger im Notfall sicherlich. Da dürfen alle machen bei uns. Warum auch nicht? Wir wollten ihn, glaube ich, ganz ursprünglich mal als Träger holen. Was kann er denn sonst noch so? Naja, sonst ist er nicht so berauschend. Kann er Künstler? Natürlich. Er kann keinen Künstler machen. Das, was wir vielleicht brauchen könnten, genau das kann er nicht. Ja, und Handwerk hat er gerade mal, hat er zwar einen Lernskill drauf, aber nur Level 1. Ja, der ist eigentlich sonst für nichts weiter sinnvoll. Der ist wirklich für nichts weiter sinnvoll. Ja, Jäger vielleicht, aber wir gehen so selten jagen. Ach Mensch. Ich glaube, wir lassen ihn einfach auf Träger und Reiniger. Das wird am sinnvollsten sein. Naja, okay. Könnt ihr mal noch in den Stream-Chat reinschreiben. Schauen wir mal. So. Gut. Ausgezogen haben wir Silver. Wie sieht's vom Grab her aus? Ist das schon ausgehoben worden? Nein, noch nicht. Wird wahrscheinlich erst am nächsten Tag gemacht. Naja, wir kümmern uns. Gut. Was wir hier schon mal machen können, das sehe ich gerade. Wir hatten ja dort die Klimaanlage weggebaut. Wir müssen auf jeden Fall dort den Boden wieder mit anpassen. Lassen wir machen. Wir müssen hier das wieder reinziehen. Theoretisch können wir die Wand jetzt hier auch rausnehmen. Holzwand, ja komm, lass die rausnehmen. Dafür machen wir dann schicken Holzboden, Fußboden rein. Müsste passen. So, wir wollten uns, glaube ich, zeitgleich aber auch noch drum kümmern. Ich glaube, Marina hat auch ein bisschen Freiraum gerade, dass sie sowas machen könnte. Wir wollten uns ja drum kümmern bei Abbauen, genau. Dass wir hier das schon mal ein bisschen weiter vorantreiben. Vielleicht zumindest erstmal bis dort oben.
Dann hatte ich ja überlegt, dass wir eventuell hier nochmal ein Zimmerchen dazu nehmen. Ich glaube, 7 breit müsste das sein. Oder war es 6 breit? Ich glaube, 7. 5 ist innenliegend, genau. Das heißt, 6 breit müsste. Ja, dann reicht doch 6 breit. Okay, wunderbar. Die Wand kann weg. Das können wir auch schon mal mit wegnehmen. Gut, schauen wir mal. So. Jack Silverman schreibt in den Chat rein: Ich werde euch alle heimsuchen. Okay. Ah, hoffen wir mal nicht. So, was haben wir denn hier? Störung, automatisches Geschütz, natürlich. Wir kriegen, glaube ich, eine Störung nach der anderen rein. Wir haben nur noch 5 Bauteile. Wir müssen uns, glaube ich, wirklich mal drum kümmern, wieder neue Bauteile zu bekommen. Die Frage ist, wo kriegen wir die her? Wir hatten ja hier schon mal viel abgesucht und eigentlich soweit schon mal alles mitgenommen. Oh. Das Wildschwein kreischt hier so ein bisschen vor sich hin. Okay. War das unser Puma wieder? Wie geht's unserem Puma? Nicht, dass der wieder bösartig war und mal kurz wieder auf Jagd war, ich weiß es nicht. Nö, der verhält sich relativ ruhig gerade. Na gut. So, nee, wir waren gerade auf der Suche. Wir müssen uns jetzt da auch mal konzentrieren. Wir waren auf der Suche nach Bauteilen. Wir brauchen neue Bauteile. Hier ist schon mal nichts. Das ist Gold, okay. Das ist auch nichts. Wobei hier hinter könnte sich ein bisschen was verstecken. Ja, wir können es mal einen Auftrag geben. Machen wir mal. So, hier ist auch noch eine kleine Lücke, die kann man erkennen. Dann nehmen wir das auch mal weg. Da können wir zumindest mal reinblicken, ob da noch irgendwas ist. Ja, das ist leider nur noch Stahl. Plaststahl, na gut. Ne, wir brauchen Bauteile. Wir brauchen unbedingt Bauteile. Was haben wir denn hier? Silber. Ja, das ist, ja, könnte man sicherlich auch gebrauchen. Lohnt sich aber nicht aus meiner Sicht. Da sind Bauteile wesentlich wichtiger gerade. Oder irgendein Level 10 Handwerker. Mit einem Level 10 Handwerker können wir. Alter, nein! Hier fackelt alles nieder. Okay, aber es regnet gerade, Gott sei Dank. Also das Feuer wird sich hoffentlich legen. Ja. Nee, wir brauchen irgendwie. Warte mal. Nee. Schade. Aber was war das hier eigentlich nochmal? Das hatte ich irgendwann mal entdeckt. Die Jadeader. Wofür auch immer wir Jade brauchen. Ich würde es ja gerne mal abbauen. Wir bauen es einfach mal mit ab. Vielleicht findet irgendjemand mal die Zeit dafür. Waffenhändler. Nee, Jungs, wir bräuchten lieber irgendeinen anderen Händler, wo wir erstmal ein paar Sachen verkaufen können, dass wir ein bisschen Silber generieren können. Und ich glaube, beim Waffenhändler wären wir nicht ganz so glücklich. Obwohl, wir haben hier ein paar Keulen drin liegen. Okay. Naja, doch, wir können mal vorbeischauen. Wer ist denn hier unser Mann für alles? Unser Mann fürs Grobe oder fürs, naja, fürs Quatschen. Marina. Okay, Marina ist unser Mann für alles. Na gut. Aber Marina will ja gerade reparieren. Na, weiß ich nicht. Na komm, lass es erstmal machen. Der Händler wird ja noch ein bisschen da bleiben. Okay, passt. So, was hat sie jetzt vor? Sie will dort abbauen, das ist in Ordnung. Mach aber oder quatsch erstmal eine kleine Runde hier mit dem Waffenhändler. Gut. So, was können wir denn alles verhökern? Was haben wir denn? Wir haben auf jeden Fall, guck mal, den Bogen, den können wir raushauen. Wir haben, nee, das gehört uns nicht. Das sind alles die coolen Waffen, die würde ich gerne behalten. Kann man das Messerchen, können wir weghauen. Holzknüppel kommt weg, ne, die ganzen Knüppel hier können weg. Die brauchen wir jetzt nicht wirklich. Stahlgladius, warte mal, das kann weg. Stahlgladius 15. Können wir auch weghauen, oder? Braucht man nicht. Plaststahl. Ist natürlich ganz nett, weil könnten wir zerlegen. Würden wir bestimmt auch das ein oder andere Plaststahlstückchen rauskriegen. Aber im Moment brauchen wir eigentlich erstmal ein bisschen Silber. Plaststahlmesser normal. Guck mal, das ist ganz schön viel wert. 221. Das ist mehr wert als alles andere, was wir jetzt gerade verkaufen. Gut, hauen wir raus. Oh, was haben wir denn hier unten? Hier könnten wir noch ein Ohr einkaufen. warte mal. Und wir können Medizin einkaufen.